Hallo und herzlich willkommen zu Ihren Krone-News am Freitag, den 21. August. 331 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind es heute im 24-Stunden-Vergleich. 172 der neu registrierten Fälle sind auf Wien zurückzuführen. Im Spital befinden sich derzeit 116 Menschen mit einer Covid-19-Infektion. 21 Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden. Der Anstieg ist steil, zum Teil wegen der Reiserückkehrer, zum Teil aber auch, weil das Testvolumen gestiegen ist. Die Zahl der Neuinfektionen ist so hoch wie zuletzt Mitte April. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist am Donnerstag nach einer mutmaßlichen Vergiftung ins Spital eingeliefert worden. Er hatte auf einem Flug auf dem Rückweg von der sibirischen Stadt Tomsk nach Moskau plötzlich das Bewusstsein verloren. Er wurde schon mehrfach festgenommen, mehrfach gab es auch körperliche Attacken gegen ihn. Seine Sprecherin ging von einer absichtlichen Vergiftung aus. Nawalny schwebt in Lebensgefahr. Die Ärzte in Russland haben aber nach eigenen Angaben bisher keine Anzeichen einer Vergiftung festgestellt. Die Diagnose stehe vollständig fest, sie könne aber nicht bekannt gegeben werden, hieß es heute. Nawalnys Frau und sein Bruder seien aber informiert worden. Außerdem hat der ärztliche Leiter der Klinik informiert, dass Nawalny derzeit nicht ausgeflogen werden könne. Er sei nicht transportfähig und sein Gesundheitszustand zu instabil. Ein Flugzeug, das Nawalny nach Berlin hätte bringen sollen, war in der Nacht zum Freitag aus Deutschland gestartet. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Behandlung des 44-Jährigen in einem deutschen Krankenhaus angeboten. In Russland finden im September Regionalwahlen statt. Nawalny und seine Mitstreiter haben im Vorfeld Kampagnen für oppositionelle Kandidaten gestartet. In Diplomatenkreisen wurde außerdem auf die jüngsten Massenproteste in Weißrussland verwiesen. Putin hat Angst, sagt ein EU-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden will. Er schickt eine Botschaft an sein eigenes Volk, nicht das zu Hause zu probieren, was sie im Fernsehen in Belarus sehen. In Belarus hat die Opposition ungeachtet der Drohungen von Präsident Alexander Lukaschenko zu landesweiten Streiks aufgerufen, um Neuwahlen zu erzwingen. Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja hat am Freitag in einer Videobotschaft an ihre Anhänger gesagt, diese sollten die Streiks fortsetzen und ausweiten und sich nicht einschüchtern lassen. Hintergrund der Demonstrationen sind die Wahlen vom 9. August, bei denen sich Lukaschenko zum klaren Sieger erklärt hatte. Die Opposition spricht von Wahlbetrug und auch die EU erkennt das Wahlergebnis nicht an. In Belgien erschüttert ein Video das Land. In einer Arrestzelle ist ein Polizist 16 Minuten lang auf der Brust eines Mannes gesessen. Der Slowake ist am nächsten Tag verstorben. Während des Einsatzes sieht man im Video auch, wie eine Beamtin den Hitlergruß zeigt. Ereignet hat sich das alles bereits im Februar 2018, aber erst jetzt hat eine belgische Tageszeitung das Video veröffentlicht. Der 38-jährige Slowake war aus einem Flugzeug im Flughafen von Charleroi abgeführt worden, weil er sich geweigert hatte, beim Boarding sein Ticket vorzuzeigen. In dem Video ist zu sehen, wie der Mann seinen Kopf gegen die Wand schlägt, bis sein Gesicht stark blutet. Als er sich nicht beruhigt, wird er festgehalten und einer der Polizisten setzt sich auf seine Brust. Der Mann ist am nächsten Tag im Krankenhaus verstorben, nach offiziellen Angaben an einem Herzinfarkt. André Desenfants, die Nummer 2 in der belgischen Polizeihierarchie, hat am Donnerstag für die Dauer der Ermittlungen sein Amt niedergelegt. Wir schauen zurück nach Österreich. Die Kommerzialbank Mattersburg ist nach einem Bilanzfälschungsskandal in Konkurs. Die Fake-Kredite sollen schon vor 1992 vergeben worden sein. Das hat das ORF-Morgenjournal heute berichtet und beruft sich dabei auf ein Geständnis des ehemaligen Bankchefs Martin Pucher. Vor 1992, als die Bank noch zu Raiffeisen gehörte, habe es einzelne Fake-Kredite gegeben. Später sei es um zig Millionen für den Fußballclub SV Mattersburg gegangen. Und um Bargeld für Kreditnehmer, für deren marode Betriebe Rechnungen fingiert worden seien, um Umsätze zu suggerieren, die es nicht gab. Seit 1992 habe er grob geschätzt 40 Millionen Euro unrechtmäßig entnommen. Dieses Geld sei zur Gänze an den SV Mattersburg geflossen, so Pucher laut dem zitierten Einvernahmeprotokoll. Heinz-Christian Strache hat Abschriften aus dem Ibiza-Video veröffentlicht. Möglich ist das, weil er als Beschuldigter Akteneinsicht in das Beweismaterial der WKStA hat. Strache hat vor allem entlastende Passagen ausgewählt, um Korruptionsvorwürfe zu entkräften. Straches Anwalt betont, dass durch die Veröffentlichung der Ausschnitte bewusst ein falsches Bild gezeichnet worden sei. Die Wiener FPÖ scheint das Ganze nicht zu überzeugen. Die schließt seine Rückkehr von Strache nämlich nach wie vor aus.
Für die FPÖ fielen die Prognosen bis dato für die Wienwahl am 11. Oktober ernüchternd aus. Mit seinem Amtsvorgänger Heinz-Christian Strache will Neoparteichef Dominik Knepp aber keinesfalls kooperieren. Ja, zum Glück haben wir auch hier einen Schlussstrich gezogen, ja, und haben aufgeräumt, haben auch viele Sachen auch bereinigt, die Vorgänger getan haben. Aber der Schaden ist natürlich da gewesen durch dieses Ibiza-Video. Aber jetzt gilt es eben mit ehrlicher Politik, mit sauberer Politik und mit patriotischer Politik, dieses Vertrauen auch zurückzugewinnen. Das gelingt uns Schritt für Schritt und da wird noch einiges weitere möglich sein. Der 38-jährige Wiener hat im Mai 2019 nach Straches Rücktritt das Erbe des Langzeitchefs angetreten. Nach diesem Ibiza-Video oder nach dem letzten Jahr, wo wir in Wien ja auch Leidtragender waren und auch ja in diesem gesamten Verfahren Geschädigte sind, haben wir gestartet, wie ich schon vorher gesagt habe, bei 6% und jetzt geht die Aufholjagd los und stehen jetzt schon bei 11-12 in den letzten Umfragen. Und wenn das so weitergeht, dann gibt es nämlich einen Dreikampf, nämlich zwischen der ÖVP, zwischen den Grünen und uns um die Plätze 2 bis 4. Die FPÖ hat im Rathaus zuletzt Abgeordnete an das Team HC verloren. Also ich kann niemanden vor einem politischen Suizid bewahren, weder diese 4 Mandatare, die jetzt rübergegangen sind, noch Heinz-Christian Strache selber. Was wir jetzt nur erkennen, ist, dass sich das Original immer durchsetzt und das ist die FPÖ. Der Chef der Wiener FPÖ verriet auch, wann der Auftakt zur blauen Wahlauseinandersetzung erfolgen wird und dass das Ausländerthema dabei wieder eine Rolle spielen wird. Die erste Kampagne mit der ersten auch Plakatwelle startet um den 1. September herum. Inhaltlich natürlich die brennenden Themen, die es in Wien gibt. Das ist einerseits natürlich Migration, Zuwanderung, Identitätsverlust, Stadtbildveränderung. Und hier werden wir auch beinhart und knallhart die Verantwortlichen dafür festmachen. Das ist eben in dem Fall auch Bürgermeister Ludwig. Denn auch wenn er jetzt zum ersten Mal antritt und so tut, als ob er neu wäre, ist er ja schon seit über 12 Jahren in der Wiener Stadtregierung. Kritik übte Knepp auch an verkehrsberuhigenden Maßnahmen. Sinnvoll sei ein richtiges Miteinander. Dafür würde man auch Verkehrsadern benötigen, gab der Parteichef zu bedenken. Und zur Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Österreich haben wir heute außerdem mit dem Präsidenten des Gewerkschaftsbunds, Wolfgang Katzian, gesprochen. Ja, im Juli, da gab es rund 430.000 Personen, die als Arbeitslos- und Schulungsteilnehmer gemeldet waren. Im Vergleich zu Beginn der Corona-Pandemie ist das natürlich jetzt viel weniger, aber trotzdem noch ein Plus von 33% im Vergleich zum Vorjahr. Wie und vor allem wann kommen wir denn jetzt von dieser hohen Zahl wieder runter? Nein, man muss diese hohe Zahl sehen, das ist das eine. Zusätzlich muss man wissen, dass wir auch noch 455.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit haben. Also wenn man die Arbeitslosen sieht, wenn man die 450.000 in Kurzarbeit sieht und dem gegenüber steht, dass es praktisch 65.000 offene Stellen gibt, die angeboten sind am Arbeitsmarkt, dann sieht man, dass es da ein sehr, sehr großes Missverhältnis gibt. Also wir gehen Richtung 1 Million Menschen, die betroffen sind, haben 65.000 offene Stellen und haben zu erwarten aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung im Herbst, dass wir nochmal eher mehr Arbeitslose als weniger bekommen werden, aufgrund der Tatsache, dass in einzelnen Branchen es nicht nur nicht weitergeht, sondern Rückschläge zu erwarten sind. Und daher werden wir alles tun müssen, um Maßnahmen zu setzen, um die Arbeitslosigkeit zu verringern. Das kann muss auf den verschiedensten Ebenen stattfinden. Aber jetzt haben wir so viele 100.000 arbeitslose Personen und nur so wenige offene Stellen. Wo werden diese Personen denn einmal untergebracht? Na, im Moment gar nicht, weil es eben zu wenig Arbeit gibt. Die Frage ist ja, was kann geschehen, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen? Das ist das eine. Da reden wir über Konjunkturpakete, da reden wir über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Die andere Frage ist, was kann geschehen, um Arbeit anders zu verteilen? Und da reden wir auch über kürzere Arbeitszeiten. Es ist aber beides notwendig und für beides braucht es Impulse. Dass wir natürlich viele Branchen hatten am Beginn der Krise, die hatten noch volle Auftragsbücher und die haben ihre Auftragsbücher abgearbeitet und kommen jetzt im Herbst und manche erst im ersten Quartal 2021 in die Situation,
dass die Auftragssituation völlig anders aussieht und dass es möglicherweise in diesen Bereichen Einbrüche gibt. Und das deswegen war seine Prognose und seine Annahme, dass es hier eine entsprechende Entwicklung gibt. Wir haben versucht, gegenzusteuern. Wir haben die Kurzarbeit gemacht, was ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist, weil die Leute maximal auf 80% des letzten Einkommens runterfallen, aber nicht auf 55% des letzten Einkommens, das man hat, wenn man arbeitslos wird. Und ich hoffe sehr, weil wir auch die Kurzarbeit jetzt bis Ende März 2021 verlängert haben, dass wir mit dieser Maßnahme zumindest teilweise sicherstellen können, dass die Menschen in Beschäftigung bleiben können und nicht nur eine große Gruppe zusätzlich den Arbeitsplatz verliert. Und das andere ist, Branchen, wo man normalerweise kein Problem hat, können in ein Problem kommen, wenn die Konjunktur nicht anspringt und wenn die Leute nichts kaufen. Wenn wir alles tun, damit die Kaufkraft möglichst hoch bleibt und die Leute sagen, ist eh gut. Meine Oma hätte es auch gesagt. Die hätte gesagt, leg's lieber aufs Sparbüchle, bevor du jetzt irgendwas kaufst, weil wir wissen nicht, wie es wird in der Zukunft. Und das machen offensichtlich viele Leute. Die Spareinlagen gehen nach oben. Und der Konsum stagniert oder geht zurück. Ja. Und wir sind ein Land, das lebt in hohem Maß von der Automobilzulieferindustrie. Weil wenn die Leute Angst haben, werden sie sich kein Auto kaufen. Ne. Also wir müssen da schauen, dass mental einiges passiert. Und wir müssen natürlich ökonomisch gute Voraussetzungen und Maßnahmen setzen. Das waren soweit die Themen für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und erholsames Wochenende. Ich freue mich, wenn Sie am Montag wieder reinschalten. Schön, dass Sie bei uns sind.